Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme vom Projekt 100% in WoW Classic. Wir sind letztes Mal hier in Undercity gelandet, haben ein paar Sachen schon erledigt, bis uns umgeschaut. Und ja, ich mache heute eine kurze Aufnahme im Stream nur, das heißt wahrscheinlich nur so zwei Folgen, denke ich mal. Oh Gott. Okay, gut, dass wir ins Wasser gefallen sind. Ja. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Das war gerade nicht beabsichtigt. Okay, da geht's raus. Genau, ich sehe, wir haben noch zwei Quests hier getrackt. Waren die hier zum Abgeben? Muss ich ganz kurz mal nachschauen, weil es ist schon eine Weile her, die letzte Aufnahme. Ah ja, genau, wir sind hergeflogen. Okay, ja, da sind beide Quests zum hier abgeben. Natürlich steht das nicht auf der Map drauf. Oh Gott, mit wem müssen wir quatschen? Ah, warte, der eine ist, wird hier oben angezeigt. Kommt schnell Bank zur haben wir. Sache. Okay, wir haben schon Sachen in die Bank reingelegt. Ja, ich glaube den Rest. Schmeißen wir das auch mal da rein, das brauchen wir nicht. Das können wir behalten, soweit. Vertraut Solange. niemandem. Derweil, so lang, genau. Dann müsste unser Questgeber. Ah, da drüben sein. Okay, perfekt. So, ich hoffe, Stream, Aufnahme läuft alles. Wieder ein paar Sachen umgestellt. Neues OBS-Update. Erstmal alle Plugins abgeschossen. Wunderbar. Ja, dann reden wir mal mit Gordon Wentham. Was benötigt ihr? Sag gegrüßt und willkommen. Zu lächeln fällt mir nicht leicht, aber glaubt mir, ich bin erfreut, euch dienen zu können. Unsere Quest Flug nach Undercity. Ich halte meine Waffen in einem Top-Zustand. Sie sind gereinigt und einsatzbereit. Eine Anforderungsliste vom Grabmal? Wohlan denn. Es ist eine Ehre, denen zu dienen, die unserer dunklen Fürstin dienen. Okay, Michael Garrett. Oder Michael Garrett wahrscheinlich. Ich habe den Nachschub für das Grabmal in diese Kiste getan. Wenn ihr das Grabmal schon besucht habt, besucht und mit dem Fledermausmeister gesprochen habt, könnt ihr mit einer Fledermaus zu ihm reiten. Sprecht mit Michael Garrett, dem Fledermausmeister von Undercity. Er kann euch eine Fledermaus zum Grabmal zur Verfügung stellen. Leb wohl. Okay, das war eigentlich nur so eine kleine Was Introduction-Quest wohl, ist? um einmal geflogen zu sein. Hier bei irgendeinem Händler eine bessere Waffe. Seid auf der Hut. Raus mit der Ja, genau, Sprache. hier gab es einen Dolch, den können wir uns auch leisten. Das weiß ich noch von der letzten Folge, dass ich unbedingt eine neue Waffe haben wollte. Knapp Level 14 können wir uns sogar den hier noch kaufen. Könnten, wenn wir das Geld natürlich haben. 27, 7,1 Schaden, 8,5 Schaden. Ja, auf jeden Fall holen wir uns schon mal den Vertraut einen. Fällt mir nicht niemandem. A, LH, nein, B ist es auch nicht. A, C war die Taste. Fast richtig gedrückt. Das Kirchnermesser ist leider auch nicht besser wie die normalen Waffen. Was verlangt ihr vom Tod? Ja, mal gucken, ob wir schon mehr, also merkbar mehr Schaden machen. Okay, da ist der Fledermausführer, den will ich aber noch gar nicht. Ich will erstmal noch die. Entweder diese Quest hier. Genau, das ist, glaube ich, Identität des Lichts einmal. Und das hier ist auch nochmal hier im Schurkenviertel. Da müssen wir nach unten rechts praktisch. Müsste hier lang gehen. Genau, die beiden getrackten Quests können wir hier auch noch eben abgeben. Das ist eine Tür, die ab und zu mal nur aufgeht. Ah ja. Ja, aber nee, das ist der Aufzug, den brauchen wir nicht. Das wäre die falsche Richtung. Geht's hier lang? Links unten lang. Ah ja, unten ging's lang, okay. Unseren Laufskill ein bisschen schneller bewegen. Jetzt müsste er bald. Okay, da ist schon mal ein Todespirscher, unser Questgeber. Für die Identität des Lichts muss ich mal ganz kurz schauen, zu wem wir da müssen. Beta Ice Shard, Undercity. Ich weiß aber nicht mehr, wo der steht. Das ist schlecht. Ich bin ganz Ohr. Okay, die Todespirscher, Erfolgsmeldung. Gut gemacht. Ihr habt den ersten Teil dieser Prüfung bestanden. Hoffentlich hat Andron keinen Wind von euren Aktivitäten bekommen, sodass wir ihn davon überzeugen können, dass ihr wirklich der Bote seid, den er erwartet.
Das Empfehlungsschreiben sollte Andron überzeugen, dass ihr der Bote seid, auf den er gewartet hat. Ich kenne Andron, er ist nicht so helle im Kopf, dass er Verdacht schöpfen würde. Lord Varimatras vermutet, dass Andron einer anderen Gruppe Unterstützung zuteil werden ließ. Er möchte wissen, was das für eine Organisation ist und braucht einen Beweis. Ich möchte, dass ihr mit Andron sprecht und diese Information bekommt. Ihr findet ihn in seinem Geschäft nahe des Apothekariums. Die dunkle Fürstin. Das müsste ja hier sein. Ah, hier. Der Apothekarium ist da unten. Dann schauen wir doch direkt mal dahin. Und Level Up hatten wir in der Zwischenzeit nicht, richtig? Nehmen wir noch Level 11. Dann hätten wir jetzt nämlich neue Skillpunkte. Also nicht hier die Talentpunkte, sondern die anderen Skillpunkte, Skillfertigkeiten. Ach, wie heißt's denn? Ja, normale Fähigkeiten kaufen können. Ja, und ich freue mich auf die Zeit, in der wir irgendwann einen Mount haben werden, aber erst ab Level 40. Bis dahin laufen wir gemütlich langsam von A nach B. Okay, hier ist der andere Kollege, zu dem wir jetzt müssen. Raus mit der Sprache. Hallo, kann ich etwas für euch tun? Ah ja, ich habe euch erwartet. Ich darf davon ausgehen, dass unsere gemeinsamen Bekannten mit den Informationen, die ich bisher lieferte, zufrieden waren. Waren? Fragezeichen. Vermutlich hat es keinen Sinn, euch zu fragen. Ich bezweifle, dass sie euch mit diesem Wissen belasten würden. Warum so viel Vertrauen in den Boten setzen? Hm? Weingeräusch? Kann ich von da drüben? Da? Schauen wir gleich mal. Ihr findet das Geschäftsbuch mit den Informationen, die eure Auftraggeber suchen, auf dem Bücherregal hinter mir. Ihr bringt es mit meinen besten Wünschen und sagt ihnen, dass ich es bevorzugen würde, wenn sie euch schicken, sollte unsere Übereinkunft ihnen so lieb und teuer sein, dass sie sie fortsetzen möchten. Fürchtet die Lebenden. Ja, dann nehmen wir uns mal das Buch hier raus. Okay, wir haben Androns Geschäftsbuch. Ganz kurz, wer hier die ganze Zeit weint? Ach, da gibt es eine Nahrungsmittelkiste. Dann nehme ich auch mal kurz, gibt es wieder nur stinkigen Käse oder irgend sowas. Ah ne, frisch gebackenes Brot, ja wunderbar. Welcher NPC weint denn hier die ganze Zeit? Hä? Das ist aber nur hier. Bei dem. Weißt du irgendwas? Chat meine ich? Nee. Hier irgendwo jemand? Ich bin verwirrt. Ich mache mal ganz kurz mal hier ein Thumbnail für die Folge, weil das schaut eigentlich ganz cool aus. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Wir haben das ein bisschen vorbereitet, damit ich etwas besser Thumbnails erstellen kann. Kurz meine Kamera aus. Okay, das funktioniert nicht, der Hotkey. Sehr gut. Nee, dann machen wir es kurz von Hand. So, Cam aus. Jetzt Cam klicken für den Fokus. Bildschirmfoto. Jawohl. Okay. Da muss ich da auf jeden Fall noch den Hotkey wieder fixen. Ich glaube, ich finde die leider nicht raus, wer hier heult und am Weinen ist, aber naja, gut, dann ist das halt so. Da hängt wirklich niemand rum. Ne? Naja. So, Identität des Lichts. Vetor Eisschatten an. Das sehe ich auch nirgends, wo der steht, oder? Gell? Genau, das war das mit der Quest, die auf der Insel war. Kommen wir dann hier wieder mal nach oben oder hier raus? Ist hier irgendein Weg raus? Hallo? Maybe? Ah, da! Aber das, nee, Michael Garrett ist doch jetzt. Ist ja falsch, das ist von Todespirscher die Quest. Ja, ich glaube, wir müssen ins Schurkenviertel laufen und von da aus nach draußen, weil irgendwie geht's hier nicht so raus. Ah, okay, mal zwischen den Vierteln. Ah, okay, jetzt. Ja, so langsam komme ich klar mit der Stadt. Es wird noch ein Weilchen dauern, bis ich so ganz mich hier auskenne, aber
Das Auktionator ist wahrscheinlich der Handelsposten, oder? Ah ja, okay, warte mal. Da können wir mal gucken, ob es eventuell. Okay, es gibt gar nichts. Gibt es überhaupt keine Sachen zum. Okay, entweder ich habe nicht gecheckt, wie der Handelsposten funktioniert in Classic, oder es gibt auf dem Server tatsächlich keine Sachen momentan, die verkauft werden. Zumindest in den paar Kategorien da. Kochen? Können wir hier noch was Was lernen? ist? Das würde uns, glaube ich, wenn eh nur Begrüß den Geld kosten, was wir momentan Schatten. brauchen. Ach so, das ist ja der mit dem Fledermaus-Ding. Ja, nee, zu dem will ich noch nicht. Ich will noch ganz kurz gucken, wo wir den anderen vielleicht nochmal finden. Ich kann noch nicht weiter raus von meiner Minimap leider. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz Magieviertel und dann andere Viertel da durchlaufen. Ich will mal Magierviertel sagen, deswegen betone ich das immer so komisch. Aber es ist doch nur das Magieviertel. Lesen. Jetzt auch die Zeit nicht vertreiben, kurz mit was lesen, während wir laufen. Ach ne, jetzt sind wir ins Kriegsviertel gelaufen, aber ich denke mal, hier würde auch nicht sein. Obwohl, wir waren schon mal, aber ich glaube, hier gab es nichts für uns. Einen Questgeber auf. Alle sehr freundlich. Ja, ich hoffe mal, dass, wenn wir in Burning Crusade irgendwann mal ankommen mit diesem Projekt, dass dann zumindest mal die Quests auf der Karte markiert sind, wo man hinlaufen muss. Man kann es auch nirgends anschalten, gell? Ja, warte, wenn hier sowieso nicht. Das wäre, wenn. Glaube ich, unter Interface. Ah, aber da ist die Quest. Die Anzeige zur Verfolgung von Gebietszielen wird bei Aktivierung ausgeblendet. Nee, das klingt irgendwie falsch. Wenn wäre es hier drin, aber. Da ist nix. Nee, wo ist er? Da oben steht er. Wir haben ihn gefunden. Was ist? Okay, habt ihr das Buch beschafft? Sehr gut. Ich werde dieses Buch studieren und die Identität des Lichts herausfinden. Ihr habt eurer Königin gut gedient. Peter öffnet das Buch und starrt gebannt auf seine glühenden Seiten. Erstaunlich! Das Buch, das ihr besorgt habt, gehört keinem geringeren als Gunther Arcanus. Gunther war ein bewanderter Totenbeschwörer im Leben. Er und ich waren Freunde und Waffengefährten vor der Seuche. Und nach diesem Buch zu urteilen, wurde er im Tode noch mächtiger. Seine Fähigkeiten wären ein großer Segen für uns. Rückgabe des Buches. Vor langer Zeit waren Gunther und ich, wie auch der jetzt der Geißel dienende Totenbeschwörer Fool oder Tool Rabenklaue, Freunde und Schüler beim Kirin Tor, einer Magiergesellschaft in Dalaran. Gunther und ich fielen beide der Suche anheim, aber ich dachte, er wäre entweder tot geblieben oder für die Armee des Lichtkönigs erweckt worden. Es tut gut zu wissen, dass er frei ist. Wir müssen ihn für uns gewinnen. Ich habe einen Zauber auf dieses Buch gelegt, der ihm, sobald er ihn sieht, zeigen wird, dass ich ebenfalls frei vom Einfluss des Lichtkönigs bin. Ich hoffe, dass er sich uns anschließt, wenn er das erfährt. Denk dran, Okay, dann müssen wir nochmal zu Gunther Geduld hoch. und Disziplin. Das ist jetzt wieder hier auf der Insel, aber nur für eine Quest jetzt hier hochzulaufen, wäre vielleicht ein bisschen viel. Denn wir haben hier oben noch eine Quest, aber die ist noch ein bisschen zu schwer immer noch. Wir haben tatsächlich hier noch irgendwie eine Quest, die wir erledigen müssen. Also genau hier in dem Mittelding, glaube ich. Oder hier oben sogar bei Deathknell. Level 5er Quest, glaube ich, war das. Die habe ich irgendwie wohl übersehen, ausgelassen, aber die werden wir dann demnächst mal mit nachholen. Okay, warte mal, was haben wir denn jetzt an Quests? Genau, zu Michael Garrett würde ich jetzt gehen und dann wieder zu dem anderen zurückfliegen. Dafür müssen wir einmal am besten hier irgendwie rüber und dann da irgendwo durch.
So, einmal schön das Sprinten nutzen. Wird zumindest ein bisschen schneller vorwärts kommen. Auf. Genau, und ich glaube, wir waren ja im Silberwald, hieß das Gebiet. Genau, Silberwald. Hier können wir jetzt beim Grabmal die nächsten Quests dann annehmen und da weitermachen. Also da zumindest ein bisschen hochleveln und dann mal schauen, wann wir die restlichen Quests im Startgebiet in Tirisfall erledigen. Weil zum Beispiel ganz östlich vom Tirisfall, also ganz rechts, aber in der letzten Episode oder einer der letzten Episoden waren, wo dieses Camp ist. Warte jetzt gleich, oder? Wenn ihr weite Strecken reisen müsst, dann ist eine Fledermaus das ideale Transportmittel. Diese Kiste muss zum Grabmal im Silberwald. Nichts leichter als das. Unsere Fledermäuse fliegen täglich dorthin. Okay, Rückkehr zu Podrick. Der Fledermausmeister im Grabmal ist Karos Razzok. Wenn ihr schon bei ihm gewesen seid, dann gebe ich euch eine Fledermaus, damit ihr zu ihm fliegen könnt. Unsere Fledermäuse fliegen stets zu Undercity, aber um zu entlegenen Orten zu reisen, müsst ihr Reiter zuerst die Gegend besuchen und mit dem dortigen Fledermausmeister sprechen. Ihr habt Karos im Grabmal getroffen, daher könnt ihr jetzt mit Fledermäusen dorthin fliegen. Sprecht wieder mit mir, wenn ihr bereit seid. Vorsicht, Feinde im Übermaß. Kostet uns 1 Silber und 10 Kupfer. Oder Kupfer. Naja. Aber auf jeden Fall, genau. Während wir jetzt fliegen, ganz kurz mal auf die Karte. Tierisfall. Genau, hier drüben beim Bollwerk, was dann praktisch zu den westlichen Pestländern rüberführt. Das ist eine High-Level-Zone, ich glaube, das sind alles Level-60er-Quests oder irgendwie 58 sind die ersten. Das heißt, hier werden wir sehr lange nicht hinkommen und auch sehr lange diese restlichen Tieresfall-Quests nicht erledigen können, weil die zählen noch genau eben zu der Seite hier. Aber das ist ja nicht schlimm. Das heißt, wir werden sowieso früher oder später öfters rumreisen müssen, weil manchmal sind eben High-Level-Zonen neben den Low-Level-Zonen. Oder dass eben einfach ein guter Level-Abstand zwischen bestimmten Zonen ist. Aber das macht ja nichts. Wir haben Zeit. Ganz kurz hiervon mal noch ein Screenshot. Wie das Licht so fällt, das schaut gut aus. Immer 2, 3 gemacht. Alle Fälle mal noch die Maus aus dem Bild bewegen, kurz ein bisschen mal da rauszoomen. So. Jetzt haben wir definitiv genügend Thumbnail-Potenzial für die Folge. Ach, ich bin auch schlau. Ich habe die falsche Cam deaktiviert vorher, glaube ich, oder? Kann das sein? Ah, ne, die liegt auf einer anderen Source. Okay, deswegen ging es nicht. Okay, hier haben wir auf jeden Fall jede Menge neue mögliche Quests. Wir geben erstmal kurz die eine da vorne ab. Bei der Todeswache Podrick und dann können wir hier die nächsten annehmen. Hoffentlich, weil der ist noch ausgegraut. Mit der Sprache. So, ihr kehrt zurück. Habt ihr unseren Nachschub aus Undercity? Gute Arbeit. Diese Waffen gewährleisten, dass unsere Todeswachen nicht unvorbereitet überrascht werden. Ihr habt der dunklen Fürstin einen wertvollen Dienst erwiesen. Seid auf der Hut. Okay, 1050 EP. Aber, oder haben wir die Quest hier schon angenommen? Kann das sein? Ja, wir haben die schon angenommen. Genau, wir müssen nämlich die Werwolf-ähnlichen Viecher da töten. Ich glaube, das sind nämlich die Moonrage Weißskalps. Wir müssen ergraute Bären töten. 6 Herzen von den Bären und bogenhuschendes Blut, wahrscheinlich auch von denen. Oder das Blut kommt von anderen Feinden. Okay, Pyrewood ist im Süden, es scheint aber noch eine zu schwere Quest zu sein. Nehmen wir da halt. Aha, die falschen Tasten. Wo ist das? Captain Melrach. Ah, das ist noch von Brill eben eine Quest. Okay, wir müssen sie hier töten. Dann gucken wir nochmal, wie viel Schaden wir jetzt so machen. Joa. Ist ein bisschen mehr. Ja doch, die gehen schon schneller down wie die letzten Feinde, die wir so bisher hatten.
Okay, aber dann tracken wir mal ganz kurz diese Quest. Wie ging das nochmal? War das F? Nee. Ah, mit Shift, okay. Back, die Bären sind auch direkt hier. Sehr gut, dann können wir direkt beide Quests in einem Schwung erledigen. Zwischenzeit, was wir hier noch so an... Was denn? Ach, da hätten wir ins Schurkenviertel laufen müssen. Ja. Leider vergessen. Gibt das denn auch Tracken für alle Fälle? Okay, dann haben wir das schon mal getrackt für das nächste Mal, wenn wir in Under City ankommen. Beziehungsweise können wir eigentlich rausmachen momentan, weil... Ja. Ist jetzt nicht so... alt jetzt nicht so. Und ich glaube, wir sind eine ganze Weile hier, bestimmt mehrere Quests, die wir jetzt in Folge erledigen können. Von daher... Ja, erstmal hier den ganzen Quests. Das Schöne ist, dass wir hier bei denen auch Kirschen leveln können. Das können die auch. Ich lasse meine allgemeinen Chat an. Ich glaube, es ist unwahrscheinlich, dass uns irgendjemand anschreiben wird mit fragwürdigen Inhalt der Nachricht. Dann kann man es ja immer noch schnell deaktivieren. Und dann sehe ich zumindest hier, was meine Level sich irgendwie erhöhen. Die Feinde geben aktuell noch gut EP. Ich glaube, jetzt haben wir dann keine Rested Experience mehr. Er ist ja leider zu stark. Oh, ich würde ihn gerne töten. Sohn von Arugal. Bestimmt irgendwie nice Loot, aber das ist halt safe viel zu stark. Ja, der läuft einen senkrechten Berg hoch. Das kennen wir noch von einer der Episoden, wo wir fast von Murlocs gestorben sind. Wir kommen da nicht hoch, die schon. Ja, wir haben noch kein einziges Herz von den Bären bekommen. Gucken, ob das auch wirklich die richtigen sind, die wir gerade eben töten. Wilde ergraute Bär. Müsste doch genau. Also müssen doch genau die sein. Ist nicht den da, den Pullen, den Boss. Ich bin gespannt, so mit Level 15 können wir vielleicht mal vorbeischauen, wie stark der ist. Vielleicht ist er auch gar nicht so stark, der hat aber nur einen Totenkopf, weil er ein Elite-Feind ist, aber ich glaube, Totenkopf haben die, wenn die einfach deutlich stärker sind wie wir. Die Moonrage Weiß Skalps haben wir gleich alle getötet, aber die Bären... Ich laufe mal über die Brücke, weil ich weiß, dass es noch ganz am Anfang von der Karte, die halt das erste Mal langgelaufen sind, auch noch Bären gab. Vielleicht sind wir bei den falschen Bären. Oder haben bisher einfach Pech, was die Drops betrifft. Achso, für die Quest müssen wir auch noch an, dass wir die zurücklaufen. Naja. Hilfefeinde. Auch nur Weiß Skalps, da kommen wir direkt mal einen mit. Wenn wir schon da sind. Hier irgendwie einen interessanten gibt, aber schaut nicht so aus. Wenn wir diese Elite- oder Veteranen-Mobs immer töten, geben wir mal schönen Loot. Einige von denen, ist hier irgendwas? Hier wurden wir schon immer satt. Dunkelläufer. Dreckiger Walk. Ich töte mal einen von den Walks. Mal gucken. Okay, erst den Bären hier.
Mal schauen, ob die eventuell irgendwas droppen, was wir da brauchen. Ich glaube, da haben wir sogar tatsächlich momentan nur eine einzige Quest aus Silberwald bzw. vom Grabmal. Aber die gibt viel Erfahrung, ey. Richtig viel Erfahrung. 210 EP haben wir schon, warte. Ah ne, wir kriegen noch 200%. Ah. Ja, irgendwann nehme ich gerne die 200%. Mal schön schnell leveln. Ah, und wir haben ein Herz eines ergrauten Bären bekommen. Ja, wunderbar. Okay, da müssen wir wohl doch noch einige platt machen von denen. Dann ist nur die Frage, wo kriegen wir das Blut her? Entweder auch von denen. Beide Polen, das wäre schlecht. Ah, dann dauert es halt eine Weile. Da muss man halt viele von denen killen, aber gut, sie geben schön viel Erfahrung. Wir kriegen sogar bis hier vorne zu dem Balken noch die doppelte Experience. Ja, das ist nice. Erkrauter Riesenbären, wilder erkrauter Bär. Okay, jetzt mal gucken. Bisschen versuchen darauf zu achten, welche wir jetzt genau da getöten. Ich glaube, wir haben bisher nur die wilden Erkrauten getötet, also. Ein bisschen hier mit dem Rückwärts marschieren, wenn nicht aus Versehen irgendwas anderes mitziehen. Ja, ja. Mann, ich freue mich schon auf Zonen, wo so ein bisschen mehr Musik spielt. Ein bisschen aktivere Musik vor allem, weil die ist ja doch relativ ruhig hier. Oder so, naja, nicht negativ, aber. Ach, wie sagt man? Ja, ein bisschen trauriger. Und nicht traurig unbedingt. Das richtige Wort nicht ein. Aber gut, wir haben gerade von dem Bären auch nochmal ein Herz bekommen. Ich habe das Gefühl, ich übersehe hier irgendwas. Vielleicht irgendwo noch hier was mit drin. Ach, das Spinnenblut, okay. Ja, okay, ich weiß nicht, ob ich ungefähr die Spinnen waren. Dann habe ich noch weiter vorne, also mehr so in die Richtung da jetzt hochgezeigt. Also in dem Bereich hier. Ah, ich glaube, den Strand hat man letztes Mal noch nicht erkundet. Aber ich würde gerne hier die Gegend aufdecken. Aber, ja gut, müssen wir noch nicht hin, bringt uns noch nichts. Hier gibt es keine Spinnen. Dann lieber Quests erledigen. Viel Zeit haben wir nämlich heute leider nicht. Die erste Folge müsste auch schon ungefähr so zeitlich am Ende sein, beziehungsweise müsste beendet sein. Wenn ich smart bin, rede ich jetzt eine kurze Weile nicht, weil dann habe ich eine schöne leere Tonspur und dann sehe ich das in der Aufnahme. Ich schneide drei Folgen. Nee, drei Folgen schaffen wir nicht. Eine Folge geht noch. In dem Sinne, ich bin mal ganz kurz ruhig, weil dann kann ich das wunderbar schneiden nachher. Ja?